So, schönen guten Morgen zum Start in eine neue Handelswoche. Und es beginnt zumindest in Amerika relativ ruhig, denn dort ist ein Feiertag. Schauen wir uns an, was die Amerikaner in der vergangenen Woche gemacht haben, beziehungsweise am Freitag gemacht haben. Es lief noch ein bisschen nach oben für die Nasdaq, S&P 500 auch ein bisschen noch, naja, 0,39 Punkte. Nee, da will ich jetzt keinen Kursgewinn mehr draus machen. Und der Dow Jones ebenso marginal im Minus. Das Ganze, wie gesagt, vor dem Hintergrund, heute ist Feiertag und es stehen ja in der laufenden Woche doch einige wichtige Termine an, zu denen wir dann auch gleich kommen. Aber zunächst der Blick nach China, nach Asien, Tokio. Deutliche Minus, der Hang Seng deutliche Minus, Shanghai Composite ebenfalls deutliche Minus. Was ist passiert? Es gab Wirtschaftsdaten aus der Volksrepublik und die zeigt, dass die Wirtschaftsleistung gegenüber dem Vormonat erneut leicht gesunken ist. Experten werten das jetzt schon als etwas deutlicheres Anzeichen, dass die chinesische Wirtschaft langsam etwas gedämpft wirkt, also dass sie nicht mehr auf allen Zylindern feuert, sondern dass es hier etwas ruhiger zur Sache geht. Und das ist natürlich genau das, was Investoren gerade auch bei den doch sehr aufregenden chinesischen Werten eben nicht so gerne hören. Und deshalb gibt es heute ein wenig einen auf die Mütze. Weiterhin gut läuft es für den Ölpreis, also für alle, die sich entschlossen haben, bei Öl long zu gehen. Die sind momentan wirklich auf der richtigen Seite. Zum einen hatten wir natürlich diese horizontale Unterstützungslinie im Bereich, es wären 64,50 etwa gewesen sein, könnte man sogar noch, sehen Sie, das verlängere ich hier mal, dann wird sogar noch eine etwas längere horizontale Unterstützungslinie draus. Dann hatten wir so eine leichte Schiebephase. Und dann kam natürlich das OPEC-Treffen, scheint momentan jetzt genau so zu sein, wie sich das die Bullen gewünscht hatten, nämlich etwas gedrosselter Ausstoß und auf der anderen Seite natürlich immer noch die Idee im Hinterkopf, dass es Sanktionen gegen den Iran geben könnte. Dann hatten wir niedrigere Lagerbestände in den USA in der vergangenen Woche. All das hat dazu beigetragen, dass der Ölpreis so ein bisschen ins Laufen gekommen ist und jetzt stehen wir schon wieder bei der 70-Dollar-Marke für das Fass. Übrigens für Charttechniker funktioniert halt eben manchmal doch mit dieser 200-Tage-Linie schön aufgesetzt und dann nach oben abgedreht. Also Öl weiter in der Aufwärtsbewegung, könnte sich sogar noch ein bisschen beschleunigen und vielleicht in den nächsten Wochen, es geht ja jetzt auch in den Herbst, wird ja jetzt vielleicht dann tatsächlich mal kühler, in Richtung 75 Dollar. Beim Bitcoin sehen wir momentan ebenfalls die Fortsetzung des Aufwärtstrends. Der verläuft nicht allzu schnell. Das sind eigentlich gute Nachrichten. Denn alles, was sich sehr schnell bewegt, tendiert dazu, auch sehr starke Ausschläge zu produzieren. Und das sehen wir ja schon hier. Juli, da ging es mal kräftig nach oben, genauso schnell wieder nach unten. Da reicht eine Hacker-Meldung oder dass irgendwo plötzlich doch wieder mal 35 Millionen Dollar in Bitcoin verschwunden sind, gestohlen wurden, was auch immer. Oder in dem Fall waren es ja eben, dass sich die SEC gegen die ETFs, gegen Bitcoin-ETFs entschieden hatte, zumindest vorerst. Und das hat so ein bisschen auf die Anlegerstimmung gedrückt. Aber jetzt geht es wieder nach oben, zeigt momentan doch relativ gesundes, eine gesunde, jetzt nicht Dynamik, aber Widerstandsfähigkeit auch gegen schlechte Nachrichten. Wenn man das Ganze ein bisschen aufzieht, also nach links verschiebt, dann sehen Sie, im Großen und Ganzen bewegen wir uns in einem relativ schmalen Band zwischen, 5.000 und 10.000 Dollar. Das mag für den einzelnen Investor natürlich eine riesige Spanne sein. Absolut ist es das natürlich auch. Aber Sie sehen, da ist relativ wenig passiert. Und es gibt ja genügend Experten, die sagen, 5.000, 10.000 Dollar, wenn man da in ein paar Jahren zurückschauen wird, dann wird man sich wünschen, zu diesen Preisen zugegriffen zu haben. Nichtsdestotrotz ist natürlich weiterhin hochspekulativ. Momentan ein bisschen arm an Nachrichten. Warten wir, ob sich die SEC nicht vielleicht im laufenden Jahr doch noch dazu entscheiden kann, das Ganze salonfähig durch einen ETF zu machen. Apropos salonfähig, da wird es darauf ankommen, dass Mark Zuckerberg am Mittwoch in guter Form ist, denn er wird vor dem Kongress aussagen müssen, ebenso wie Jack Dorsey von Twitter. Sie wissen natürlich, womit es zu tun hat. Es geht ja um letztendlich die Anschuldigung, Fake News zu verbreiten, die negativen Seiten sozialer Netzwerke. Und da werden die beiden Herren dann zum Rapport gebeten, beziehungsweise sollen auch mal sagen, was sie denn dagegen unternehmen wollen. Und bei Facebook sieht man jetzt die Zurückhaltung auch nach den schwachen Q2-Zahlen.
Bei Twitter finde ich die Situation ungleich interessanter, weil wir hatten natürlich den starken Anstieg, die Erwartung darauf, dass Q2 nochmal zeigen würde, die Relevanz ist zurück und das Kundenwachstum ist zurück. Dann kam es natürlich anders. Stagnierendes Wachstum und hier scheint trotzdem die Anleger so ein bisschen mehr überzeugt zu sein, dass es sich dabei nur um ja, eine Delle handelt und Twitter doch irgendwie relativ schnell in die Spur zurückfindet, denn da sehen wir schon wieder von 32 auf 35, naja, so rund 10% haben wir, wir waren ja sogar unter der 32, rund 10% haben wir hier schon wieder vom Tief gemacht. Der DAX, naja, die Vorgaben... Ich würde eher sagen, eher mal negativ. Deutliche Abschläge in Asien und gemischte Vorgaben aus den USA sprechen eher dafür, dass wir uns wieder ein bisschen nach unten orientieren. Hat ja leider nicht geklappt, hier mit dem Test 200-Tage-Linie im Bereich 2550, nein, gar nicht wahr, 12.600 irgendwo läuft gerade die 200-Tage-Linie lang. Wie gesagt, hat nicht funktioniert und momentan fehlen ganz einfach die Impulse. Die könnten natürlich noch kommen. Bayer wird ja seine Zahlen, die ja erst verschoben wurden wegen dem Monsanto-Deal, die wird man natürlich jetzt nachreichen. Da darf man sicherlich gespannt sein. Vielleicht wird die Aktie hier nochmal das Tief im Bereich 75,51 nochmal testen müssen. Das werden wir ganz einfach abwarten und Sie dann rechtzeitig informieren. Zweiter Wert gestern, nein, nicht gestern, letzte Woche, schwächster Wert überhaupt im DAX war die Lufthansa. Natürlich, die Ölpreise steigen. Jetzt muss man immer sagen, puh, ja, klar, die Ölpreise steigen, aber die Lufthansa ist ja nicht ganz dumm. Da wird sich abgehedged gegen auch steigende Ölpreise, die Kosten, die Betriebskosten natürlich nach oben treiben. Auf der anderen Seite, was den Anlegern auch so ein bisschen noch im Hinterkopf ist, natürlich, Sommersaison ist vorbei, jetzt wird erstmal relativ wenig passieren und wenig Gründe, um jetzt aktuell in die Lufthansa einsteigen zu müssen. Dann hatten wir natürlich auch noch den Abpraller hier von der 24er-Marke, also tendenziell ebenfalls etwas schwächer. So, und jetzt habe ich genug gesprochen, genug geredet. Jetzt kommen wir nach Frankfurt zu meiner Kollegin Viola Grebe. Schönen guten Morgen. Neuer Wochenstart, aber ja, doch relativ wenig Impulse heute Morgen. Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Wenig Impulse und vor allem, es sieht eben danach aus, als würden wir mit einer ähnlichen Farbe weitermachen, wie wir aufgehört haben, in Rot nämlich. Also kleine Abschläge, die wir hier für den Start erwarten. Aber wie du eben schon sagst, so sollen die Impulse für Käufe auch tatsächlich herkommen. Denn eigentlich ist die Situation, was die diversen Handelskonflikte angeht, ja doch ein bisschen festgefahren. Letzte Woche hatte uns zeitweise ja die Aussicht auf Entspannung bei dem einen oder anderen da so ein bisschen beflügelt. Aber damit war es ja dann nun mal nichts. Und dann hatte man ja gehofft auf das Gespräch USA, Kanada. Ja, das ist dann aber auch erstmal gescheitert, erstmal abgebrochen. Also ist jetzt die Frage, heißt das jetzt USA nur mit Mexiko und dann ohne Kanada? Wie geht es auch weiter, was das Thema China betrifft? Da könnten ja jetzt in dieser Woche schon die nächsten Zölle in Kraft treten. Und man darf nicht vergessen, die USA haben ja auch der EU erstmal eine Abfuhr erteilt, was die Vorschläge mit den Autozöllen angeht. Also das heißt, eher so ein bisschen verschnupfte Stimmung bei diesen diversen Handelskonfliktherden und dann noch die Währungsturbulenzen in den Schwellenländern. Also sieht gerade nicht so richtig prickelnd aus und in den USA wird heute eben nicht gehandelt. Das heißt am Nachmittag auch keinerlei Unterstützung oder Impulse von Seiten der Wall Street. Du hast schon gesagt, Bayer-Zahlen, die wir die Woche erwarten, natürlich die US-Jobdaten dann am Freitag. Aber der Wochenstart, der dürfte zumindest erstmal ein bisschen verhalten, sprich im negativen Bereich stattfinden. Und damit vielen Dank nach Frankfurt für diesen ersten Überblick. Tja, die Kollegin hat es gerade gesagt, ich habe es vorhin auch bereits erwähnt, die Wall Street heute im Feiertag-Modus. Das heißt, es gibt heute auch keine US-Vorbörse. Wir sehen uns also morgen früh um 7. Nein, es ist ja gar nicht 7. Um 7:15 hier wieder. Bis dahin, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss.